Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Melodie. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich Winterfest gefeiert. Und die Geschenke vom Weihnachtsmann werden wir auf jeden Fall auch wieder auspacken. Also da sehe ich nichts. Melodie müsste jetzt ja schwanger sein. Und das müsste das vorletzte Mal hoffentlich sein, eventuell, je nachdem, wie das jetzt hier alles abläuft. Ja, also es könnte natürlich auch sein, dass wir dann keine Drillinge bekommen in der letzten Schwangerschaft. Aber ich hoffe es einfach schon. Es ist wirklich jetzt ein krasser Endspurt und ich komme immer noch nicht ganz drauf klar. Irgendwann muss man halt auch einfach Abschied nehmen. Es ist halt einfach so, ne? Ich hoffe, dass die Kiddies das hier dann alles gut machen, dass sie hier auch eventuell gealtert werden können. Ich meine, sie haben jetzt Donnerstag und Freitag Zeit. Aber ist jetzt noch trotzdem nicht die Zeit der Welt, ja? Es sind alle Zweiergrundschüler und sie haben alle die Fähigkeiten voll. Also, sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, sage ich. Heute ist TV-Staffelpremiere, toll. Glücksgefühl, süß. Ich kann es kaum erwarten, Mutter zu werden. Ich weiß ja nicht, aber du bist schon ein paar Mal Mutter. Aber es ist schon in Ordnung, Girl. Angelo hat einen lockeren Zahn, süß. Wie wäre es, wenn er sich den einfach rauszieht? Ich meine, das ist zwar auch immer ein bisschen widerlich, weil da einfach dann so richtig viel Schlotter rauskommt. Aber, ja. Gönn ihn dir. Ich glaube nicht, dass er das dann als Teenager noch machen kann, aber ist egal. So, die Ersten kommen zur Schule. Sehr schön, seid alle fleißig. Und vielleicht wird das ja was. Mutti kann ja hier ein paar Mutti-Dinge tun und hier alles schön säubern. Weil die ganzen Klos sind richtig verdreckt und ekelig einfach nur. Oh, Melody hat in letzter Zeit gerne geputzt und andere Arbeiten im Haushalt verrichtet. Sie freut sich, wenn alles ordentlich ist. Ja, sie kann ruhig ordentlich sein. Ihre Wünsche bestehen auch irgendwie nur daraus, dass sie hier Musik hören will, ne? Also, die Mäuse kommen jetzt gleich zurück und ich bin jetzt einfach mal so mutig und stelle schon mal den Kuchen hier auf den Tisch. Yes, ich sehe schon eine Eins. Und ich sehe eine zweite und eine dritte und eine vierte Eins. Oh mein Gott, ihr seid doch so krass, Kinders. This is crazy. Alles Gute zum Geburtstag. Mit seinem verlorenen Zahn. Süß. So, und er ist kreativ. Und er ist ein Outdoor-Fan. Oh mein Gott, er hat ganz wilde Sachen in seinem Gesicht, aber es ist okay. Next one. Okay, sie möchte von der anderen Seite. Das ist in Ordnung. Auch dir wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Yay. Und sie ist ordentlich wie ihre Mutter. Und sie möchte das Geheimnis von Stranger Bill lösen. Oh, ihre Haare. Süß. Und auch dir wünsche ich alles Gute zum Geburtstag. Okay, tröte halt noch lauter. Und er ist Kind des Meeres und möchte Meister des Unfugs werden. Und last but not least, Happy Birthday to you. Yay, romantisch. Und er wäre gern Meisterkoch. Ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt. Ab in den Create a Sim. Der könnte heute sehr lange dauern, weil das sind ja alles Teenager. Aber wir schauen einfach mal. Thank you.
zugeben, dass es nicht allzu lange gedauert hat, ja? Also, ich hoffe, ihr seid stolz auf mich. So, und jetzt kümmern wir uns mal um euch. Also erstmal können die ja tatsächlich das hier mit allen machen. Und dann können die sich um sich kümmern. Ein Zukunftswürfel. Na super. Die Geschichte der drei Kerzen. Ein Sidrolin. Wow, 10 Simoleons. Eine Yogamatte, süß. Und nochmal eine Yogamatte. So, da kann der weg. Geschichte der drei Kerzen kann auch weg. So, Pete hat schon Level 3 erreicht in seinen Fähigkeiten. So ein cooler Dude. Der Rest müsste sich noch drum kümmern. So, 2 machen Hausaufgaben, 2 arbeiten an Projekten. Ich glaube nicht, dass wir alles schaffen, ich bin ehrlich. Die kriegen ihre Projekte auf jeden Fall fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Fortschritt. So, sie hat ihr Projekt fertig, aber sie hat noch nicht Level 3 erreicht. Ah, aber man kann das hier auch lernen mit der Raumfahrttechnik. Level 3 in Programmierfähigkeit, sehr schön. Die werden halt alle gar keinen Schlaf haben, ne? Aber egal. Alles für die potenzielle 1. Oh mein Gott. Dina Mondschein ist gestorben. Sind doch einige Kiddies jetzt noch gestorben durch Story Progression. Ja, es hat jetzt nicht für alle gereicht, aber egal. Es ist in Ordnung. Sie wünscht sich, jemanden zu küssen. Ich meine, einmal darf sie ja noch. Ihr müsst alle aufstehen, Leute. Aber die sind alle wacher, als ich dachte. Ich finde es so geil, dass wir immer noch hier diese Apps und so bekommen. Like, wie lange ist das her? Wann haben wir das gemacht? Part 20 oder so gefühlt? Also es ist literally Jahre her, dass wir das gemacht haben und wir kriegen immer noch Geld dafür. Aber für die Bücher dann nicht, hä? In der Post sollte jetzt einiges drin sein. Oh, es ist weniger, als ich dachte. Dann vielleicht erst in der Post von morgen, wegen den Geburtstagsgeschenken von den 4 Kiddies. Midlife Crisis überstanden. Juhu, haben wir das nicht schon gehabt? Egal. Die Prüfungsergebnisse sahen jetzt alle nicht so gut aus. Das heißt, die sind alle nicht besser geworden. Wow. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Gut, dann haben wir jetzt alle 4 noch das ganze Wochenende über. Das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Aber was sollen wir tun? Oh mein Gott, er braucht erstmal ein Nickerchen. Mausi. Ich glaube, sie erreicht aber die Fähigkeit nicht. Und wir können sie ja einfach zu so einem Kurs schicken. Dann lernt sie das ja auch. Fähigkeitenunterricht hier. Weil Raumfahrttechnik, als ob ich mir jetzt noch eine Rakete hier hinstelle. Nee. Sie ist selber schwanger und nimmt an diesen dummen Zähigkeitsspielen teil, ne? Ich weiß ja nicht. Mortimer Grusel ist hier und verreckt halb. Wer kennt es nicht? Stimmt, es ist noch der alte Mortimer Grusel. Haha. Ich meine, da können die sich zumindest nochmal mit um die Kinder kümmern, aber so viele Teenager brauche ich dann eigentlich auch nicht dafür. Sie hat auf jeden Fall Level 3 erreicht und Melody ist in den Wehen, aber sie ist noch unterwegs. Vielleicht ist es schlauer, wenn sie das früher verlässt. Und dann kriegen wir natürlich unser Baby im Krankenhaus, also unsere Babys. Wir wissen ja, dass es 2 sind. Hallo! Die sind hier direkt dabei oder was? Wow! Das ging heute mal richtig schnell. Was ist denn da los? Sie kommen rein? Ja, okay. Direkt. Keine Zeit verschwenden, sage ich hier. Okay, ein Junge. Cletus finde ich ganz cool. Und noch ein Junge. Davian. Oh, nehmen wir. So, wir müssen jetzt ja eh warten, bis dann die Kiddies ausgezogen sind. Bis wir dann wieder schwanger werden können. Und dann wird es vermutlich das letzte Mal sein, dass das passiert. Außer wir bekommen keine Drillinge. Aber ich hoffe einfach, dass das der Fall ist. Wir können uns ja mal Gedanken machen, wer dann der letzte Baby-Daddy sein soll. Ich fände ja zum Beispiel Kyle Kylson ein bisschen witzig. Was ist mit seinen Haaren passiert? Was ist das für ein Outfit? Das ist tatsächlich sein Outfit. Hä? Aber es sah anders aus in der Vorschau. Hä? Ach, keine Ahnung. Auch wie niedlich, weil Säugling beobachtet hat. Wir haben noch keine Säuglinge. Ich weiß nicht, was sie da sehen wollte. Also vermutlich hat sie die Babys angeguckt, aber trotzdem. Ja, schon was anderes. Und Leute, ich hasse wirklich dieses neue Babyheulen, ne? Es ist so, so, so schlimm. Wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch schlimmer werden kann. Ich würde an der Stelle dann aber auch schon den Part beenden. Wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie noch andere Ideen habt, mit denen wir irgendwie ein Kind machen könnten, dann schreibt es mir gerne. Ansonsten, ja, krass, ne? Also, vermutlich die vorletzte Schwangerschaft. Oder zumindest die drittletzte. Weil wir werden das wohl in maximal 2 Schwangerschaften schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher. Es ist schon crazy, ich bin ehrlich. Aber wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!